Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Regentagebuch von Klaus Kormann. 999. Morgen ist der 1000. Tag. Im Radio sagen sie, heute wäre er schon, aber die übertreiben. Morgen ist der 1000. Tag. Hab irgendwann angefangen, alles aufzuschreiben. Ich irre mich nicht. Heute ist der 999. Tag und morgen der 1000. Die spinnen im Radio. Ich glaube, das machen sie nur, weil Sonntag ist und sie da ihre Sondersendung besser verkaufen können. Als ob das jemanden interessiert. Alles nur Geschäftemacherei, sogar mit dem Tod. Weiß nicht, warum ich angefangen habe, alles aufzuschreiben. Es ist ja nichts Dramatisches passiert. Es hat begonnen zu regnen. Nichts Dramatisches. In Nordafrika haben sie Freudentänze aufgeführt deswegen. Der erste Tagregen seit fast 8 Jahren. Und morgen ist der 1000. Tag. Wer hätte gedacht, dass die Apokalypse so harmlos beginnt, dass sie sogar gefeiert wird? 1000. Der Blick aus dem Fenster ergibt nichts Neues. Es regnet. Auch heute, ich habe nichts anderes erwartet. Heute ist der 1000. Tag. Seit 1000 Tagen regnet es ununterbrochen, Tag und Nacht. Die Regentonne läuft über. Es macht nichts, ich brauche das Wasser nicht. Niemand braucht Wasser. Eine Katze schleicht über den Rasen. Sie ist sehr dünn, muss großen Hunger haben. Katzen hassen Wasser. Warum steht sie da unten in der Senke? Sie hat die Füße im Wasser. Früher war da nur tiefliegendes Land, heute ist es beinahe ein See. Wenn sie bei dem Wetter rausgeht, muss sie ziemlich verzweifelt sein. Was will sie hier fangen? Die Mäuse sind doch alle schon ersoffen. Ich habe unzählige im Wasser treiben sehen. Die Ratten sind zu schnell und zu schlau, die kriegen sie nicht. Fangen Katzen Frösche? Wer weiß, wenn sie Hunger haben? Oder vielleicht hofft sie, dass irgendwelche Fische vorbeitreiben? Oder Abfall? Wahrscheinlich haben ihre Leute sie rausgeworfen, weil sie nichts mehr zu fressen haben. Ich muss morgen raus, gucken, dass ich selbst was zum Fressen finde. 1001. Die Katze hat es nicht geschafft. Sie ist halb im Boden versunken, so weich ist der. Das Wasser muss da unten vor der Senke so um die 5 Zentimeter tief stehen. Der Boden ist nur noch Schlamm. Sieht harmlos aus, aber als Mensch bist du da ganz schnell bis zum Oberschenkel weg. Und heutzutage holt dich keiner raus. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Es regnet. Es hat die ganze Nacht geregnet und es wird heute noch den ganzen Tag über regnen. Wie seit 1001 Tagen. Der Bauch der Katze sieht schon ganz aufgebläht aus. Wahrscheinlich ist sie gleich gestern Abend verendet. Mal sehen, wer schneller bei ihr ist, die Ratten oder die Aale. Ich jedenfalls nicht. Gehe da hinten nicht raus wegen einer toten Katze. Hab auch keine Zeit dazu. Ich muss sehen, dass ich was zum Fressen kriege. Wasser hab ich, gibt es ja genug. Aber eine Menge Leute sind schon draufgegangen, weil sie das Wasser aus den Pfützen getrunken haben. Ich nicht. Ich pass auf, dass ich genug Regenwasser auffange. Und das koche ich immer ab, wer weiß, was da an Bakterien in der Luft rumfliegt. Ich muss raus und mich um Fressen kümmern. Gibt ja kaum was. Ich ziehe das dicke Regenzeug an und nehme das kleine Gummiboot. Gut, dass das noch auf dem Speicher lag. Damit kann ich was transportieren. Im Flur liegt noch Treibgut, das die letzte Welle ins Gebüsch gespült hat. Ein paar Bretter, 3 Kanister, ein Ball. Das muss reichen. Ob jemand einen Ball gebrauchen kann? Wenn ich wiederkomme, hole ich doch die Katze aus dem Garten. Das Fell kann ich trocknen und den Kadaver als Köder benutzen. Vielleicht kann ich ja ein paar Aale fangen.
Die Straße vor meinem Haus ist noch zum großen Teil da. Kaum was ist weggespült, kann man noch ganz gut drauf gehen, wenn man aufpasst. Natürlich, unter der Wasseroberfläche kann immer was sein. Ein Loch, ein scharfer Gegenstand, der einen die Stiefel aufschneidet, was weiß ich. Aufpassen muss man, dann kommt man auch durch. Gibt viele, die nicht aufgepasst haben. Die liegen jetzt mit gebrochenem Knöchel oder entzündeten Wunden zu Hause rum und hoffen, dass ihnen einer was zum Fressen bringt. Wird aber immer weniger. Die Leute helfen sich nicht mehr so viel. Jeder muss für sich selber sorgen. Wer da nicht gehen kann, hat eben Pech. Ich gehe zum Markt, mal sehen, was sich da machen lässt. Die Hauptstraße ist nur noch ein reißender Fluss. Die gesamte Kanalisation ist zusammengebrochen und eingestürzt. Überall liegen Betonbrocken herum. Dafür kann man am Rand der Straße aber noch gehen. Das Wasser fließt etwa 3 Meter tiefer. Irgendjemand hat es geschafft, ein paar Brocken so zu platzieren, dass man rüber kann auf die andere Seite. Ist nicht einfach. Ich muss das Boot und die Hölzer und die Kanister und den blöden Ball irgendwie rüberschaffen, ohne dass mir was in den Fluss fällt. Wäre schade, so viel Treibgut findet man im Moment nicht. Vielleicht, wenn mal wieder eine ordentliche Flutwelle durchkommt. Vielleicht dann. Da könnte dann wieder was hängen bleiben in den Büschen. Ich hab's geschafft, bin drüben. Noch ein paar hundert Meter bis zum Markt. Das blöde Gummiboot habe ich mir auf den Rücken geschnallt, den Ball dabei eingeklemmt. Die Kanister habe ich zusammengebunden und über die Schulter gehängt. Die Bretter kann ich ganz gut schleppen. Auf dem Markt sind die üblichen Typen da, alle abgerissen, alles Verbrecher, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Für die Bretter habe ich 2 Fische gekriegt und für die Kanister eine Reuse und 3 Angelhaken. Eigentlich ein ganz gutes Geschäft. Den blöden Ball wollte Sohn Knirps geschenkt haben, aber ich habe ihn lieber in den Fluss geworfen. Der Kleine hat geheult wie nix. Naja, der muss lernen, dass es nichts geschenkt gibt heutzutage. Und von mir sowieso nicht. 1002. Es regnet, wie immer. Draußen steht der Knirps von gestern. Ganz nass ist er. Der holt sich den Tod, wenn er nicht bald abhaut. Hab ihm schon aus dem Fenster gedroht, aber er ist noch da. Warum steht er da? Hat doch gesehen, dass er von mir nichts kriegt. Hab doch sogar den Ball weggeworfen. Es ist jetzt Mittag und er steht immer noch da. Hat sich nicht bewegt die ganze Zeit. Ich mach auf und hol ihn rein. Was willst du? Er heult. Heult mindestens 1 Stunde. Dann fängt er an, was zu sagen, was ich nicht verstehe. Aber er hat Hunger und Durst. Ich geb ihm was, kann ihn ja nicht verhungern lassen. Wie alt ist er? Vielleicht 8, vielleicht auch älter, weiß man heute nicht so genau. Früher konnte man das besser einschätzen, aber heute? Die Kinder kriegen ja kaum was zu fressen, da wachsen sie nicht. Kann man ihr Alter nicht mehr schätzen. Ich frage ihn, wenn er sich beruhigt hat. Der Knirps ist sofort eingeschlafen, nachdem er gefressen hat. Naja, lass ihn pennen. Kinder pennen viel. Kann ihn immer noch fragen, wenn er wieder wach ist. Und dann jag ich ihn weg. Soll wieder zu seinem Vater, soll der sehen, wie er das Bike satt kriegt. Ist nicht meiner. Hab die Katze geangelt, beziehungsweise ersperrt. Hab mir einen Speer gebaut aus einer Stange und einem alten Messer mit einer Leine dran. Und dann immer wieder versucht, das Vieh zu treffen. Endlich hatte ich es. Hing an der Leine und ich konnte es zu mir ranziehen. Brauch nicht raus in den Morast. Wenn ich da stecken geblieben wäre, wer hätte mir wohl geholfen? Der Knirps vielleicht? Der pennt immer noch. Wäre auch viel zu schwach gewesen. Vielleicht hätte er seinen Vater geholt. Noch einer, den ich hätte durchfüttern müssen. Nee, vielen Dank. Die Katze stinkt. Wenn der Kleine aufwacht, kann er sie abziehen. Soll ruhig was tun für sein Fressen. Gibt nichts umsonst heutzutage. 1003. Der Knirps hat den Rest des Tages und die ganze Nacht gepennt. Und dann nur noch geheult, stundenlang. Dann ist er wieder eingeschlafen, hat versucht, mir zu erzählen, was passiert ist. Hab nicht alles verstanden, nur dass sein Alter tot ist. Irgendwer hat ihn vorgestern erschossen, kurz nachdem ich wieder weg war vom Markt.
Der Alte hat wohl einen beschissen, der keinen Spaß verstand. Naja, soll man auch nicht machen heutzutage. Jetzt ist der Knirps auf alle Fälle allein und wusste nicht wohin. Ist mir dann wohl hinterhergelaufen, ohne dass ich's gemerkt hab. Und jetzt ist er hier. Muss sehen, dass er nachher wieder abhaut. Kann nicht noch einen durchfüttern. Als er aufgewacht ist, hat er ohne Murren der Katze das Fell abgezogen. Hat er gut gemacht für so einen kleinen Knirps. Und dann hat er es auch ausgewaschen, draußen in der Pfütze, und aufgehängt. Den Kadaver haben wir dann ausgelegt für die Aale. Ein Teil in die Reuse, ein paar Stücke an die Haken. Mal sehen, ob's klappt. Es regnet wie immer. Der Kleine hustet wie verrückt, kann ihn nicht wegjagen bei dem Wetter. Hab ihm ein paar Decken in die Ecke geschmissen, da kann er pennen. Macht er auch. Hat noch ein Stück Fisch gekriegt und ist dann gleich eingepennt. Naja, pennen kann er meinetwegen hier. Das kostet nix. Aber zu fressen kann ich ihm nicht dauernd geben. Hab selbst nicht genug. Morgen muss er weg. 1004. Hab tatsächlich einen Aal gefangen in der Reuse. Wofür so eine tote Katze doch alles gut ist. Hab ich gleich wieder ausgelegt. Der Kleine hat sich gefreut wie nix und hat dann auch gefuttert wie nix. Hab kaum was abgekriegt von dem Aal. Naja, der Knirps hat's nötig. Sein Husten ist heute etwas besser. Nachher jag ich ihn weg, kann ihn nicht ewig durchfüttern. Der Regen ist stärker geworden. Wenn es so weiter regnet, wird vielleicht was vom Dorf oben auf der Anhöhe runtergespült. Muss nur eine ordentliche Welle kommen. Am besten, wenn irgendein Damm oder so bricht, der jetzt noch das Wasser zurückhält. Dann wird viel bei mir in die Büsche gespült. Viel bleibt hängen da in den Büschen. Holz, Kanister, Klamotten, viel Plastikzeug und Seile und so. Kann ich Netze draus machen zum Fischen oder zum Tauschen. 1005. Hab den Kleinen rausgeschickt mit dem Gummiboot. Kann ja nichts passieren, hab's festgebunden und bin ja auch mit raus. Aber bis zu den Büschen? Das ist besser, wenn er das macht. Ist nicht so schwer wie ich. Der Boden ist viel zu weich, ich sink da ein. Kann auch gar nicht sitzen in dem kleinen Boot. Er schon. Wir haben keine Zeit, da im Busch hängt eine Leiter. Und eine Schaufel, wenn ich das richtig sehe. Das soll er holen, beides, bevor es wieder weggespült wird. Und dann hat sich da noch einer verfangen, wohl aus dem Dorf oben. Wusste gar nicht, dass da noch welche leben oder gelebt haben. Den soll er auf alle Fälle wieder losmachen, dass der weiter treibt. Der Friedhof ist sowieso weiter unten, jedenfalls bei mir nicht. 1009. Wir sind beide auf dem Weg zum Markt. Der Kleine schleppt die Leiter, ich den anderen Kram, der sich so angesammelt hat in den letzten Tagen. Das Katzenfell stinkt immer noch, müsste wohl richtig gegerbt werden oder so. Hoffentlich werde ich es heute los. Der Kleine hält sich echt gut. Neulich hat er die Leiche losgemacht und sie mit der Leiter weggeschoben, dass sie weiter treibt. Hat sie auch gemacht. Soll sich jemand anderes darüber ärgern, ich jedenfalls nicht. Das war Regentagebuch von Klaus Kormann. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.